Grüß Gott und herzlich willkommen bei VulkanTV. Wieder geht ein Jahr zu Ende und der eine oder andere von Ihnen hat mit Sicherheit auch in diesem Jahr viel Bewegendes erlebt. Bewegende Bilder konnten wir auch mit Ihnen erleben. Insgesamt wurden genau 371 Beiträge in diesem Jahr für Sie produziert und ausgestrahlt. Die besten und stimmungsvollsten Bilder warten Sie jetzt im ersten Teil vom großen Jahresrückblick 2012 mit den Höhepunkten von Jänner bis Juni. Genießen Sie noch einmal rückblickend mit uns diese Zeit. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Die Segnung der Weine am Tag des heiligen Johannes gehört zu den traditionellen Brauchtumsveranstaltungen der Weinbauern in unserer Region. Wir waren bei dieser Feierlichkeit in Frutten-Gieselsdorf dabei. In der Pfarrkirche von St. Anna am Aigen nahm Pfarrer Marian Debski gemeinsam mit Kaplan Heimo Schäffmann die Segnung der heurigen Weine vor. Der Wein hat in der Bibel einen hohen Stellenwert. Die Johannisweinverkostung gilt als Erntedankfest der Weinbauern, bei dem für den guten Wein und die reichliche Ernte gedankt wird. In Kirchbach trafen sich zahlreiche Kinder und Jugendliche zum Sternsingertreffen. Dreizehntausend Mädchen und Buben waren in den vergangenen Wochen steiermarkweit unterwegs, um Geld für die Ärmsten der Armen zu sammeln. Als Dankeschön für ihr Engagement wurden sie vom Hilfswerk der katholischen Jungschar, die die Dreikönigsaktion organisiert, in die Oststeiermark eingeladen. Ranghohe Vertreter des Landes Steiermark, der steirischen Wirtschaft, der bauausführenden Firmen sowie Gönner und Unterstützer der Schule hatten es sich nicht nehmen lassen, das prachtvolle Bauwerk, das sich trotz seiner imposanten Architektur harmonisch in das Ortsbild einfügt, genauer zu inspizieren. Den Festakt nutzten zahlreiche Redner, darunter Landeshauptmann Franz Woves und sein Stellvertreter Hermann Schützenhöfer, um auf die Bedeutung der Schule und eine hochqualitative Ausbildung, wie sie in den Tourismusschulen stattfindet, hinzuweisen. Ein Rotkäppchen mit Vollbart, eine angetrunkene Blondine und eine lüsterne Hausbewohnerin. Das kann ja ein Theater werden. So geschehen in Gosdorf, wo die Mitglieder des Komödienstadels wieder mit einem lustigen Verwechslungsschwank begeisterten. Auch rauschende Ballnächte hatten wieder Saison. Wir waren unter anderem bei der Nacht des Balls in Kirchberg. Bälle gibt es viele, aber wir wollen etwas Besonderes auf die Beine stellen, beschlossen die Mitglieder des SV Kirchberg sowie der Sportgemeinschaft Berndorf-Oberstorcher und organisierten eine Ballnacht, die berauschender nicht hätte sein können. Und beim Blumenball in Straden für Sie mit dabei. Die Gemeinde Straden zeigte sich anlässlich des 37. Blumenballs von seiner schönsten Seite. Die Schließung von 38 kleinen Schulen in der Steiermark erregt derzeit die Gemüter. Wir haben drei Schulen besucht und mit Betroffenen gesprochen. Um größere Einheiten und mehr Effizienz zu erreichen, hat die steirische Landesregierung angekündigt, ab kommenden Herbst 38 Kleinschulen zuzusperren. Die zuständige Bildungslandesrätin Elisabeth Grossmann glaubt, durch die Standortauflösungen eine Verbesserung der pädagogischen Qualitäten zu erreichen, weil 1.000 zusätzliche Lehrerstunden pro Woche auf Schulen verteilt werden sollen.
Vorerst werden nur einklassige Volksschulen geschlossen. Kindern soll kein Schulweg zugemutet werden, der zu Fuß, mit Öffis oder mit dem Auto länger als 30 Minuten in Anspruch nimmt. Zum vierten Mal stand die Mehrzweckhalle Feldbach im Mittelpunkt der Fischerei. Zahlreiche Aussteller aus dem In- und Ausland präsentierten auf 1400 Quadratmeter die neuesten Trends bei Ausrüstung und Futter. 25 Jahre Musikschule Fähring. Ein klangvolles Jubiläum. Der Publikumsandrang war groß, als die Musiker der Region zum großen Festkonzert in die Sporthalle Fähring luden. Bis hin zu Gesangs- und Tanzeinlagen. Der Brauch des Sauschädelstehlens ist gerade in unserer Region verbreitet. Wenn es gelingt, bei einer Hausschlachtung in einem unbeobachteten Moment den Sauschädel zu fladern, muss es zum Sauschädelball mit Gerichtsverhandlung kommen. Und da ist Folgendes zu tun. Alles abstreiten und dem anderen die Schuld in die Schuhe schieben. Ich habe diesen Schädel nicht abgestochen. Sie sind das Messer eingegrenzt und selbst mal gemacht. Der Tathergang in Steins bei Straden stellte heuer sogar einen Präzedenzfall dar. Bitte nehmen Sie den Genannten fest! Niemand geringerer als die Obrigen vom Hohen Rat selbst haben den Sauschädel eingestreift. Der 67. Ball der Pfadfinder in Fürstenfeld hüllte sich für die Besucher zum zweiten Mal in Gold. Im Ambiente der edlen Dekoration brachten tausende Ballgäste die Nacht zum Schillern. Zu Mitternacht bannte die spektakulär gestaltete Einlage im Ballsaal. Der Gemeindeball in Radkersburg-Umgebung. Und unter dem Motto Casino Royale wurde in St. Stephan im Rosental das Tanzbein geschwungen. Glamour pur und ein Hauch von Casino Royal. Die Rosenhalle in St. Stephan war beim vierten Sportball des Turn- und Sportvereins St. Stephan der edle Rahmen einer glanzvollen Ballnacht. Die Narrenzeit ist auch die Zeit der Faschingsumzüge. Wir waren in St. Stephan im Rosental und in St. Veit am Vogau vor Ort. Den klaren Sieg in dieser Kategorie holte sich die Dorfgemeinschaft Lind, die für ihre mobile Oscar-Verleihung keine Mühen gescheut und Rocky, Dirty Dancing, James Bond, Harry Potter und sogar die Titanic ins St. Veiter Ortszentrum kutschiert haben. Auch die Faschingssitzungen gehören zu den Höhepunkten der Narrenzeit. Titel des diesjährigen Programmes war Tapetenwechsel, wobei die 11 Akteure und das Feuerwehrpalett mit pointierten Gags und viel Körpereinsatz über sich hinauswuchsen. Lokalbezug und aktuelle Themen sorgten für jede Menge Lacher und viel Applaus. Der Höhepunkt des Radkersburger Faschings ist die große Faschingssitzung. Die Akteure bewiesen dabei ihren Sinn für Humor und zeigten, dass sie mit großer Leidenschaft bei der Sache sind. Ob neueste Heizungs- und Sanitärtechnik oder musikalische Highlights, für jeden Besucher war wieder etwas mit dabei.
Höhepunkt war der Auftritt von Schlagerstar Oliver Heidt, der seine Fans zu Begeisterungsstürmern hinriss. Mit Kind und Kegel waren die Besucher zum diesjährigen Josefi-Markt unterwegs, dessen Angebotspalette sich in erster Linie an die bäuerliche Bevölkerung richtete. Da es sich aber auch um eine Leistungsschau regionaler Produkte handelte, war das Interesse der Besucher an Kulinarik, Mode und Technik allgemein sehr groß. 2000 rennsportbegeisterte Zuschauer pilgerten in die Oststeiermark, um gemeinsam mit den Fahrern die Faszination Motorsport zu erleben. Motorsportfans kamen beim Saisonstart der Bergrallye in Lödersdorf voll auf ihre Kosten. Zum Auftakt der Frühjahrsrunde in der Oberliga Südost empfing der Tabellenvierte aus Fähring den Tabellenzwölften aus St. Anna. In der 57. Minute macht es Daniel Grandl auf der anderen Seite besser und staubt zum 2:2 Ausgleich für die Gäste aus St. Anna ab. Zum 13. Mal wurden in diesem Jahr Betriebe für die hohe Qualität ihres Produktes bei der Landesprämierung ausgezeichnet. Diesmal fand die feierliche Zeremonie in St. Peter am Ottersbach statt, wo nach sorgfältiger Bewertung die Urkunden überreicht wurden. Auch in Fähring gab man der Kunst eine Bühne. Das Kabarett von Gregor Seeberg begeisterte das Publikum. Und hassen Katzen, außer Siegfried und Roy. Bei ihnen bin ich ja auch nicht ganz sicher, nicht? Aber mit dem Bindungstod auf Du und Du sollten Chromosomen neu kodiert werden, kopfkratzend, denn rasierte Frauenbeine wurden immer noch zur Kenntnis genommen. Schwungvolles gab es aus Trautmannsdorf zu berichten. Roland Stark präsentierte seine neue CD mit flotten Schlagerrhythmen. Mit der Mediabox können Sie einfach und bequem die aktuelle Sendung sehen und gleichzeitig eine Vielzahl von Internetaktivitäten nutzen. Die VulkanTV Mediabox und weitere Informationen dazu erhalten Sie bei den eingeblendeten Geschäften. Am 4. Jänner 2013 findet wieder die einzigartige Nacht des Balls in der Sporthalle Kirchberg statt. In Abendkleidung oder Tracht erwartet Sie ab 18.30 Uhr eine unvergessliche Nacht im Zeichen des fairen Sports. Je mehr Muskelmasse Sie haben, desto leichter fällt Ihnen das Abnehmen. Das Enjoy Feldbach ist dafür ein kompetenter Partner. Mit Enjoy zur Wunschfigur. Der Fahrzeugtipp der Woche wird Ihnen präsentiert vom Autohaus Uitz aus Feldbach. Die aktuellen Angebote sind ein Mercedes-Benz mit Hochdach und 129 PS, ein Ford Connect mit Klimaanlage in Silber und ein günstiger Kleinbus der Marke Opel in Weiß. Manfred Platzer vom Autohaus Uitz freut sich schon auf Ihren Anruf.
Salzstiegl, Ihr Winter-Fitnessstudio in frischer Luft. Eine Möglichkeit aufzutanken, aktiv Ski zu fahren, einen Tag mit der Familie zu verbringen oder einfach sich selbst etwas Gutes tun. Mehr unter www.salzstiegl.at. Salzstiegl schnell erreichen in nur 50 Minuten von Graz und 70 Minuten von Feldbach. Richtig animierende Werbung braucht viele Werbeseiten oder digitale Werbespots. Top-Video-Werbung mit Impact-Display-Werbung. Infos unter www.im-pakt.at. Mein Team und ich von Spar Thoma in St. Anna und Kapfenstein wünschen allen Kunden und unseren Geschäftspartnern frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Ein gesundes und glückliches neues Jahr. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kundinnen und Kunden, es ist mir eine große Freude, Sie heute hier bei uns im Groß- und Einzelhandel Kölldorfer in Feldbach begrüßen zu dürfen. Wir haben für Sie natürlich für Ihren Weihnachtstisch alle unsere Fischspezialitäten aus unserer Heimat, aus unseren heimischen Gewässern, aber natürlich alle Meeresfische vorbereitet, damit für Sie die absolute Frische garantiert ist. ACP Feldbach, Ihr innovativer IT-Lösungspartner, wünscht Ihnen frohe Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr. Frühlingsmarkt in Fähring startete der Messespaß mit Vergnügungspark und wertvollen Informationen von Profis in die neue Saison. Ein spektakuläres Aufgebot an Vergnügungen erwartete die Besucher beim Frühlingsmarkt in Fähring. Viele Besucher stiegen auf den Spaß ein und ließen sich auf Touren bringen. Bei der Schau vom Autohaus Gadi wurden Landmaschinen ausgestellt. Das Modehaus Hiebaum präsentierte dabei die neuesten Trachtentrends. Ein Streifzug durch die Modetrends der Saison zeigt uns, es wird farbenfroh. Auch die Lederhose bleibt nach wie vor ein Muss, bei den Herren sowie auch bei den Damen. In Auersbach luden mehr als 100 Sänger, Tänzer und Musiker zu einer großen Aufführung. Das Musical Jonah begeisterte Jung und Alt. Mutlos schipperte er auf einem Schiff davon. Die Sporthalle Grabersdorf verwandelte sich in einen wahren Hexenkessel der Stimmung und des Tanzens. Ob mit dem deutschen Duo Fantasy oder dem Ex-Kloster Dalagheri. Die Stimmung war am Kochen und die Fans stürmten die Tanzfläche. In die passende Stimmung wurde das Publikum durch Lichtinstallationen gebracht, die den Berg in rotes, violettes und weißes Licht hüllten, entsprechend den Begriffen Leid, Verinnerlichung, Buße, Reinheit und Neubeginn. Diese Lichtprojektionen sind seit Jahren ein wichtiger Teil der Osterfeierlichkeiten in Steins. Mit
Mit über 51.000 Teilnehmern konnte ein neuer Rekord erzielt werden. In zahlreichen Gemeinden der Südoststeiermark ist der steirische Frühjahrsputz mittlerweile Fixpunkt im Veranstaltungskalender. In Bad Gleichenberg wurde die Zeit für einen Tag zurückgedreht. Gut behütet warteten vornehme Damen und Herren auf die Ankunft des Kaiserpaars, Franz Josef und seine Sissi. Die Stadtwache Feldbach geleitete das Hoheitspaar im Rahmen eines festlichen Umzugs vom Bahnsteig bis in den Thermenpark. Den Auftakt für die 60-Jahr-Feier der Marktgemeinde St. Anna am Eigen machte die Marktmusikkapelle. Beim Einzug auf den Kirchplatz folgten die örtlichen Vereine und zahlreiche Festgäste. Mal zeichnete der Circle des Chefs Graz, der Club der Chefköche, an der Landesberufsschule in Bad Gleichenberg die besten Jungköche der Steiermark aus. 12 Burschen und ein Mädchen stellten sich den gestrengen Gaumen der fünfköpfigen Jury, angeführt von Peter Schmuck. 5 Stunden hatten die Teilnehmer Zeit, ein viergängiges Menü unter Verwendung ausschließlich regionaler Lebensmittel zu kreieren. Nostalgisch wurde es in Gnas. Beim Oldtimer-Treffen konnte man echte Raritäten bestaunen. Bei der zweiten Wild Wombat Mountainbike Challenge in Gnas mussten die Teilnehmer wieder ordentlich in die Pedale treten. Die Veranstaltung wurde im Vorjahr ins Leben gerufen und erlebte heuer eine erfolgreiche Fortsetzung. Rund 400 Radler verschiedenen Alters starteten vom Freizeitzentrum Feldbach aus in eine der wohl schönsten Radfahrregionen Österreichs. Optimale Bedingungen für einen Marathon, der auch die Menschen in der Region für den Radsport begeistern soll. Beim zweiten Vulkanland-Race in St. Veit am Vogau ging es sprichwörtlich heiß her. Sommerliche Temperaturen und packende Duelle auf der Strecke sorgten für strahlende Gesichter bei allen Beteiligten. Gute Stimmung herrschte auch in Mühldorf beim traditionellen Maibaumaufstellen. Dieser Transport ist nicht immer einfach. Aufgrund der Länge des Baumes hat der Begleittrupp alle Hände voll zu tun. Heuer ist der Baum knapp 27 Meter hoch. Auch ein Grund, warum er nicht mit der Hand, sondern unter Zuhilfenahme eines Krans aufgestellt wurde. Seit Jahrzehnten leidet die Bevölkerung des Raabtales unter der stetig zunehmenden Verkehrslawine. Mit einer Demonstration machte man jetzt auf die unerträgliche Situation aufmerksam. Auf einem der meist befahrenen Straßenstücke der Steiermark, der B68 im Bereich Kreisverkehr Studenzen, machten die geplagte Bevölkerung und Gemeindevertreter ihrem Ärger über die Untätigkeit der Landespolitik Luft. Mit Transparenten und Reden forderte man den raschen Weiterbau der B68, der zur Entlastung der verzweifelten Anrainer führen soll. Betroffen sind vor allem die Orte Berndorf, Kirchberg an der Raab und Studenzen. Die Vertreter der Region forderten in erster Linie die Umsetzung längst zugesagter Maßnahmen. Ein Fußballspiel der besonderen Art fand in Kapfenstein statt. Beim Spiel Priester gegen Politiker war Treffsicherheit gefragt. Das erste Tor schossen die Legenden aus St. Anna. Zur Pause führten die Legenden 3:2. Übrigens, Weihbischof Franz Lackner hatte zu Beginn einen Elfer verschossen. Nach spannendem Hin und Her und einem verwerteten Elfmeter durch die Priesterschaft in der letzten Minute erforderte der Einstand von 6:6 ein Elfmeterschießen. Das wiederum schließlich die Kapfensteiner Legenden für sich entschieden.
Der zweite steirische Waffenrad-Grand Prix startete wie gewohnt bei Trachtentrummer in Dietersdorf. Bei wunderschönen äußeren Bedingungen fanden sich auch in diesem Jahr viele Waffenrad-begeisterte Teilnehmer ein, um gemeinsam die Strecke in Angriff zu nehmen. Eine weitere Station des Waffenrad-Grand Prix war das Handwerkerdörfel in Pichler. Die Radfahrer nutzten hier die Verschnaufpause für eine Führung durch die Anlage. Nimmst du täglich deine Tropfen, wird dein Herz stets freudig klopfen. Auf diese alte Volksweisheit schwören vor allem die Winzer, die ihre Köstlichkeiten am Fürstenfelder Hauptplatz kredenzten. Der hektargroße Stadtplatz verwandelte sich aus diesem Anlass zu einer Genussstrecke, bei der Kulinarik und Weinkultur im Mittelpunkt standen. 13 Qualitätswinzer aus dem steirischen Därmenland bewirteten zahlreiche Weinliebhaber mit ihren Kreationen. Am Fuße des Steinbergs in Leitersdorf wurde zum zweiten Mal die Wortsockern-Saison eröffnet, mitten im Maisfeld. Oder auf gut steirisch, im Wortsocker wurde hier ein kleines Dorf zum Feiern und Genießen unter freiem Himmel geschaffen. Einfach gescheit feiern im Freien war die Vision der drei Organisatoren, die sie erfolgreich umsetzten. Die Winden in Hof ist bekannt für tolle Events. Das erste Hofer Austropop Open Air war ein weiteres Highlight im vielseitigen Veranstaltungskalender des Lokals. Neben den Rockpiraten und der Band Graz sorgte diesmal vor allem Karl Peyer für tolle Stimmung im Publikum und für ein Lächeln im Gesicht des Hausherrn. Eventveranstalter Disco on Tour sowie Digi Sound and Light rockten Merkendorf mit einem außergewöhnlichen Showprogramm. An zwei Tagen wurde die Gemeinde zum Mittelpunkt der Veranstaltungsszene, bei dem jeder Musikliebhaber voll auf seine Kosten kam. Das abwechslungsreiche Programm bot genau das Richtige für jeden Besucher. Einen Auftritt der Sonderklasse lieferte Bubble Beats. Die ehemaligen Finalisten der Fernsehshow Das Supertalent sind keine gewöhnlichen Musiker. Die Partygäste feierten bei diesem großartigen Event ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden. Fixpunkt des Jahres war wieder Professor Hans Schleich, der auf Schleichwegen interessante Menschen mit interessanten Geschichten besuchte. Ich mache das seit 2004. 2005 habe ich dann das Gewerbe gekriegt, habe ich meine Arbeitsprüfung machen in der Wirtschaftskammer. Wir sind jetzt im Atelier von Roswitha Tautermansch. Gerberhaus in Fähring mit Bürgermeister Johann Winkelmeier. Du bist seit einigen Jahren Filmfan geworden und sammelst Filmprojektoren und streust auch Filme aus in der Gegend. Ja, wir sind da in deiner Schusterwerkstätte. Von wo ist die? Die ist aus Neudorf. Das ist eine originale Schusterwerkstatt vom Schuhmachermeister Anton Meyer. Hast du einen Begriff, wann ist das angelegt worden? Es ist in der Pfarrchronik nicht erwähnt worden, wann das angelegt worden ist. Also wir gehen jetzt vom Mittelalter davon aus.
und entdeckt ist das Ganze 1977 geworden, bei den damaligen Renovierungsarbeiten, die Außenrenovierungsarbeiten. Und da ist ein Teil vom Bagger, also ein Teil eingebrochen, eine Steinplatte eingebrochen und da ist das zum Vorschein gekommen. Im neuen Jahr zeigen wir dann ab dem 2. Jänner die interessantesten und faszinierendsten Beiträge der zweiten Jahreshälfte, um noch einmal an das Jahr 2012 zu erinnern und damit Sie vielleicht das ein oder andere, was Ihnen gut gefallen hat, ins neue Jahr mitnehmen können. Ich freue mich auch, wenn Sie in der nächsten Sendung mit dabei sind. Das gesamte Vulkan-TV-Team wünscht Ihnen noch erholsame Tage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.